Schön, dass ihr da seid. Heute zeigen wir euch einen neuen Mangas von Manga Kult. Und zwar 11 an der Zahl. Ja. Keine Neustarts dabei, aber bekannte reingehen weiter. Immerhin was Gutes. Obwohl, warte, ich habe gelogen. Wir haben einen Neustart. Wir haben Twix Dedicated to Witches von Shizumu Watanabe. War das der von Black Cat? Ich bin unsicher. Nein. Das war nicht der von Black Cat. Aber der Watanabe, der sagt mir was denn. Ja, ich weiß, was du meinst. Last Toll war es ja auch. Das ist ein Manga, gab es bei Atma Manga, ne? Ja, ich weiß. Ist mit vier Bänden abgeschlossen. Und fällt nicht ein, aber vielleicht mit vier Bänden abgeschlossen, ja. Ja. Jemand ist Untertitel, was ja. Das ist, genau. Genau, um was geht es? Es geht im harten Alter von 17 Jahren, will der begnadete Magier Makito Harry, wahrscheinlich wegen Harry Potter, seine Karriere als Zauberkünstler an den Nagel hängen. Sein letzter Trick geht jedoch schief und verbrennt bei lebendigem Leib. Doch statt seinen letzten Atem auszuhauchen, wird Makito in der Zeit zurückkatapultiert und landet ausgerechnet in der Zeit der Hexenverfolgung. Mit Hilfe seiner Zaubertricks nimmt er nun den Kampf gegen die Kirche auf, um unschuldige junge Frauen vor dem Scheiterhaufen zu retten. Und natürlich, sie wird eine von sein. Ja, darum geht's. Ich habe gehört, dass die Reihe nicht weitergeführt würde. Wurde abgebrochen. Ja, da habe ich mich gerade nicht informiert. Okay. Genau, ist auf jeden Fall unter dem Action-Genre. So, Band, sozusagen Band 6 von JoJo oder JoJo Part 2, ja. Petal Tendency 3. Bald haben wir Part 3. Genau, den für viele beliebtesten. Ja, das ist auch Diamond sehr beliebt. Ne? Ja. So, cool. Ebenfalls beliebt, Dorohedoro Nummer 6. Ich warte erstmal ab, bis es abgeschlossen ist. Das wird mir zu viel mit Mangas lesen. Deswegen. Einer der besten rein. So, und The Holy Grail of Eris Nummer 2 steht drauf? 4. Nummer 4. 2x2. Dann das Spin-off zu Ich bin eine Spinne na und die vier Schwestern Nummer 3. 3. Dann Demon Slayer. Jetzt ja mittlerweile ein bisschen weiter als das Anime. Deswegen kaufen das jetzt recht viele. Ist bei uns schon fast ausverkauft. Ja. Und My Home Hero Band 2. Ich habe gesehen, es ist düster geworden. Genau, aber der erste war ja auch schon ziemlich düster. Aber hier geht es halt zur Sache. Ja, und es wird immer düsterer. Band 2 auf jeden Fall. Was so nicht wirklich düster ist, würde ich ja mal sagen, vom Cover alleine. Kanojo, Moro Kanojo, Gelegenheit macht Liebe, Nummer 5. Dann ein bisschen düsteres Sci-Fi. Oh, nach langer Zeit. Von Tsutomu Nihai, Aposims Land der Puppen. Der soll, glaube ich, mit 10 oder 11 Bänden abgeschlossen sein. Das haut hin. Miruko-chan, die Geister, die mir riefen, Band 2. Den musst du auf jeden Fall kaufen. Ist ja ein Horror-Manga. Genau. Und was Warmherziges zum Abschluss. A Man and His Cat, diesmal zwei Katzen auf dem Cover. Band 5. Ich glaube, das gab es auch letzten Monat. Oder das kann sein. Wenn die verschoben sind, dann wird ja nicht darauf von der Band verschoben über andere Verlängerungen, aber Manga-Kult bringt die dann. Ich erinnere mich dran, weil der Marius hat ja darüber gesprochen, genau, dass es sein Lieblingsmanga ist. Genau, deswegen. Er ist ja so, der wäre der Katzenmensch, ich wäre der Hundenmensch. So, was sind unsere Empfehlungen? Natürlich Dorohedoro. Dorohedoro. My Home Hero. My Home Hero. Und Demon Slayer. Und ich gehe ja telefonieren. Vielleicht sind wir wieder, wenn ich. Also, bei mir ist JoJo, My Home Hero, was ganz Neues ist, Twix Witches, was ganz Neues, was ich noch nicht kenne. Ja, das war's. Ach ja, bevor wir was vergessen, hier gibt's auch noch Stickers, also Extras von Demon Slayer und Hanako. Ja, das war's. Dann geht's gleich weiter mit Kase. Bis gleich. Peace.